Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K20, das Community Universe, das Evoverse. Dritte Woche September steht schon wieder an. Ich kann euch sagen, heute gibt es einige Rückkehrer, Neulinge zu sehen und da freue ich mich persönlich drauf. Und ich werde es jetzt einfach mal hier auch schon ansprechen, auch wenn es dazu nochmal quasi ein extra Video zu geben wird. Das wird allerdings nicht so groß ausfallen. Alle, die auf Discord sind, haben es gestern schon hier auf meinem Server gelesen. Und zwar habe ich ja in der gestrigen Folge was angedeutet. Und zwar, es wird jetzt ein zweites Evoverse geben, aber dieses Evoverse ist exklusiv für Twitch. Also alle meine Twitch-Zuschauer, die da regelmäßig dabei sind, die in den Chat schreiben, die Subs da lassen, die Bits da lassen, die Donations da lassen, die dürfen bei diesem exklusiven Evoverse für Twitch mitmachen. Das wird vom Gesamtpaket etwas kleiner ausfallen. Wir werden da natürlich nicht mit drei Shows arbeiten, außer es wird jetzt der komplette Durchbruch abgehen und plötzlich sind alle Teilnehmer hier aus dem Evoverse regelmäßig in den Twitch-Streams dabei. Aber ich lese euch einfach mal das vor, was ich hier geschrieben habe, weil wenn ich das jetzt hier wieder so Freestyle-mäßig raushaue, dann vergesse ich eventuell ein paar Dinge. Also, Ladies and Gentlemen, um noch einmal ein bisschen in die WW2K20-Offensive zu gehen und meine Streaming-Motivation zu steigern, wird es nun ein neues Projekt geben. Mit ESF startet nun ein weiteres Evoverse-Projekt, was allerdings nichts mit dem YouTube-Universe zu tun hat. Bei der Evoverse Stream Federation wird ein Universe gestartet, wo ausschließlich die Leute eingefügt werden, die hin und wieder in meinen Livestreams vorbeischauen und im Chat aktiv mitmachen. Es ist geplant, dass es zweimal pro Woche einen Stream geben wird, wo die komplette Matchcard gezeigt wird. Abschließend ist noch zu sagen, dass es nicht möglich ist, dafür einen neuen Charakter einzureichen. Es werden die YouTube Evoverse Charakter verwendet, was auch an der 100er Speicherplatzbegrenzung liegt. Ja. Das sind so gesehen dann die ganzen Informationen und ich denke, das wird eine ganz coole Angelegenheit, eine richtig gemütliche Runde. Die meisten, ich glaube so um die 15, 20 Leute sollen es auf jeden Fall sein, die da mitwirken und ja, ich bin mal gespannt, wie das so ankommen wird bei euch. Und vielleicht hat jetzt der eine oder andere Lust bekommen, mal bei mir auf meinem Twitch-Channel vorbeizuschauen, Link dazu in der Videobeschreibung, aber ich sag's auch hier nochmal, www.twitch.tv/evo2k. Ja, das sind dann die Informationen, die jetzt hierfür wichtig sind. Und dann würde ich einfach sagen, wir stürzen uns jetzt in die heutige YouTube Evoverse-Ausgabe rein. Ich wünsche euch allen dann ganz viel Spaß, allen wie immer viel Erfolg und los geht's. Und da starten wir mit Galli gegen Paul Jeremia. Da setzt sich der Paul Jeremia durch. Dann haben wir Varun Baker gegen den Morris McDonald. Und das ist ein Match, was wir uns heute anschauen werden. Denn ich bin jetzt mal so meine Liste durchgegangen, habe mal geguckt, hey, wer hatte denn jetzt diese Staffel noch kein Match? Und wenn mich nicht alles täuscht, sind da tatsächlich Varun Baker und der Morris McDonald dabei. Und deswegen, ja, bekommen die beiden heute mal ein Match. Und wenn wir uns auch so die letzten Statistiken von den beiden anschauen, die haben fast immer am gleichen Tag verloren. Aber es gab natürlich auch diese längere Triple Threat Rivalität. Auf jeden Fall beide seit dem 2. Februar alle Matches verloren. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Ich drücke natürlich beiden die Daumen und los geht's. Ja, dann schauen wir mal rein. Varun Baker war ja schon in der ECW-Welt aktiv. Allerdings hat er dann für sich entschieden, dass er da doch lieber raus möchte, weil er da nicht so gut durchgestartet ist. Ansonsten, ja, die Statistiken von den beiden. Ich habe mir das meiste eigentlich schon gesagt. Beide derzeit 15 Punkte und auch wirklich fast gleich auf 5 Siege logischerweise. Varun Baker hat 7 Niederlagen, Morris McDonald kam einmal öfters vor 8 Niederlagen. Also ein Duell, wo es darum geht, sich mal so ein bisschen aus dem Keller rausboxen, ist eigentlich auch falsch gesagt. Denn so viel Punkte Rückstand haben sie gar nicht hier auf den Hauptherausforderplatz. Hier ein Steve Raymond und Brad Cage stehen da momentan bei 21 Punkten. Dann haben wir Leon, der noch sein Rückmatch hat, steht bei 18 Punkten. Galli steht bei 18 Punkten. Paul Jeremia steht bei 18 Punkten. Das ist der Stand vor der heutigen Folge. Ja, dann gucken wir mal, wie das hier so wird. Also es wäre schon wichtig, hier mit einem Sieg nach Hause zu gehen, wer auch immer es wird. Kritisch wäre natürlich ein Unentschieden. Also Double Countout oder so. Hatten wir jetzt zum Glück längere Zeit nicht mehr. So, und da ertönt die Musik von AOP. Und ja, das ist der Song, mit dem Morris McDonald zum Ring kommt.
Boah, durch den Schatten. Nein, ich sag's jetzt nicht. Und das darf ich hier nicht sagen, dafür sind zu viele jüngere Zuschauer. Also, dann gucken wir mal, was der Morris McDonald hier heute so raushauen wird. Würde ich sagen, wir gehen mal auch direkt jetzt hier ins Match rein. Expecting a hard-fought match between these two superstars. The first one to make a mistake could fail. Direkt mal mit dem Neckbreaker gestartet. Eludes the attack. Da war mal hier Clothesline da. He's not looking good here, guys. Reverses. Can he make him pay? Ein bisschen irritiert, weil ich glaube, der Verrill Baker hat nur noch die weißen Schuhe, die er sich niemals eingestellt hat, weil das dieser Farbbug ist, der durch den letzten oder vorletzten Patch gekommen ist. Müsste der vorletzte gewesen sein. So, und da ist Rope Break. Allerdings muss man sagen, dass dieser Move noch rausgenommen werden muss. Das muss ich selbstständig machen. Weil, ja, man kennt ihn. Das ist der Signature von John Cena. Und der ist wohl bei der Charakterkontrolle etwas durchgerutscht. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas nehme, was so vergleichbar aussieht. Vielleicht so ein Crossface oder sowas. Weil so viele Möglichkeiten hat man ja gar nicht bei diesen Aufgaben-Moves, die auf den Kopf gehen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Finisher dabei. Ja, auf jeden Fall, STF ist da definitiv nicht erlaubt. Der steht auf der Liste. Ja, Leute, ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen aufnehmen kann heute. Eigentlich wollte ich einen Livestream starten, also jetzt am 9. Februar. Aber ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Wahrscheinlich überwiegend durch das Fußballspiel oder vielleicht auch so, wenn ihr Nachrichten hört oder so, keine Ahnung. Es ist ja Orkanmeldung hier in Deutschland und bei uns geht es gerade richtig ab und ich hoffe nicht, dass das gleich zum Stromausfall führt. Also ich kann euch sagen, hier in der Gegend, wo ich wohne, ist ein Stromausfall nicht so selten, dass es sowas eigentlich noch gibt in der heutigen Zeit, oder? Aber gut, ich bin halt hier in, warte mal, ob das jetzt was wird, nee. Ich wohne halt hier eben, man kann nicht mal sagen, ja, wo wohnst du denn? Das ist halt, wenn du hier wirklich in einer Gegend lebst, wo so ein Strommast mitten auf einem offenen Feld steht und da bläst natürlich dann der Wind und gerade wenn es dann noch ein Orkan ist, ja, kann das natürlich dann schnell dazu führen, dass da mal irgendwas umfällt oder ein Baum auf die Leitung fliegt. Und ja, deswegen, ich habe am Anfang auch mal gedacht, Alter, wo wohnst du hier? Aber irgendwann merkst du, hey, das ist was Normales. In der Stadt kommt das jetzt wahrscheinlich nicht so oft vor, aber ja, es gibt ja halt auch dörfliche Gegenden, oder? Oh, das sah gut aus. So, jetzt nächster Pinfall. Aber auch das reicht wieder nicht. Und nächster Catch-Finisher, und den sehen wir so oft mittlerweile, und der geht in einen Tombstone rein. Also Verrill Baker mit dem Tombstone-Piledriver ganz knapp am Ringseil vorbei. Ja, alles klar, er glitscht ein Stück zurück. Und es ist aber noch nicht der Sieg. Dann geht's nochmal gegen den Kopf. Und wieder der Reversal. Und das Comeback von Baron Baker. So, jetzt Pinfall.
reicht noch nicht. Aber ich mag das noch mit den vielen Pinfall-Versuchen. Das haben wir gestern schon gesehen. So, und ich glaube, jetzt wird so langsam hier für Baron Baker der Sieg eingeleitet. Kickout. Aber der müsste ja noch einen Finish haben. Und da gibt es den nächsten Tombstone. Oh mein Gott, das war so ein krasser Piledriver, wie damals Steve Austin von Owen Hart verletzt wurde. Ist überhaupt egal, ist hier. Und das war's. Das Match ist aus. Baron Baker setzt sich gegen Maurice McDonald durch. Jetzt habe ich gerade eine Mitteilung bekommen hier. Von Hessen war in der App, dass morgen hier im Landkreis Limburg, Weilburg, Wiesbaden alle Schulen ausfallen. Jetzt gibt's ein Handshake, Leute. Ein Handshake zwischen Maurice McDonald und Baron Baker. Nach dem Motto, ey, viel Erfolg dann da oben. Wir haben jetzt auch wieder die Rivalitäten eingestellt. Also schauen wir mal, wohin das so führt. Ein bisschen Spannung ist jetzt auf jeden Fall wieder mit am Start. Und da sehen wir nochmal die Persönlichkeitszüge von den beiden. Also Baron Baker, eine sehr, sehr stolze Person. Ja, gut, dann werden wir hier fertig und gehen mal weiter. Ja, dann haben wir noch Leon gegen den Florian Nightmare. Da setzt sich der Leon durch. Außerdem Steve Raymond gegen Brad Cage. Da setzt sich Brad Cage durch. Dann Adam Parker gegen Umberto Carrillo. Hier setzt sich Adam Parker durch. Dann hätten wir Psychotic Wrestling gegen AOP. Da setzen sich Psychotic Wrestling durch. Chris Hergico gegen Aleister Black ECW Match. Hier setzt sich Hergico durch. Dann Snowman gegen Randy Orton. Da ist Randy Orton erfolgreich in der Main Event ist Death Psycho gegen AJ Styles. Da setzt sich Death Psycho durch. Und dann starten wir bei NXT mit Colonel Neil Caldwell gegen Rex D. Reyes. Die beiden haben jetzt sowas wie so eine Mini-Fehde, denn ja, von den Punkten her relativ weit hinter den anderen Leuten. Deswegen müssen sie sich jetzt gegenseitig hochpushen, aber es ist auch schon so entstehen Fäden. Und wieder der Sieg für Colonel Neil Caldwell. Und dann das Match, was wir uns heute anschauen werden, das ist Black Destroyer gegen den Le Junger. Ja, und dann schauen wir mal, ob hier der Black Destroyer heute zum neuen Champion werden wird oder ob es dem Le Junger gelingt, den Titel zu verteidigen und zu gewinnen. Ich bin gespannt. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an und bin gespannt, wer sich hier durchsetzen wird in dem Match. Und da kommt als erstes der Black Destroyer. Ja, Bilanzen natürlich, darf auch nicht fehlen. Der Junge, 24 Punkte, 8 Siege, 5 Niederlagen. Und bei Black Destroyer ist es genau gleich. Der hat auch 8 Siege und 5 Niederlagen. Also das gibt heute ein Duell auf Augenhöhe. Und ja, erstes Match, glaube ich, auch für den Black Destroyer in dieser Staffel, was gezeigt wird. Komm, dann sind wir auch mal so freundlich und lassen seinen Einzug komplett laufen. Die Brille ist gut, überhaupt nicht verbuggt. Erst das Glas links weg, dann ist es rechts weg, dann ist er auch mal wieder da. Na, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Jetzt hat er das Licht ausgemacht, Stromrechnung nicht bezahlt hier. Ah, da ist er wieder. Also wenn mich, wie gesagt, nicht alles täuscht, hat er noch kein Match gehabt. Ich habe jetzt aber nichts hier markiert. Ja, und auch hier sehen wir, die Titel sind weiterhin verbuggt. Und das ist ein Titel, den ich selber erstellt habe. Den habe ich ja logischerweise nicht runtergeladen. Also etwas, was unter Patch 1.07 leider nicht verbessert wurde. Ja gut, kann auch sein, vielleicht weiß 2K von dem Fehler noch gar nichts, weil der kommt ja nicht so oft vor. Also, Le Junger, der hatte ja den Titel gewonnen von Mike Leroy. Und das ist dann jetzt auch das erste Match, wo er gezeigt wird. Deswegen schauen wir uns auch an, wie sein Einzug auf dem Weg zum Ring aussieht. Ist jetzt ein relativ unspektakulär, so ein Standardeinzug. Aber ja, schauen wir mal, wie er sich so schlagen wird. Der Black Darby Allin. Das Ding einmal hochgehalten. Ach ja, endlich der Championship Matches. NXT, NXT, NXT.
Wenigstens ist er hier gelb. You can see it in everyone's eyes. They all want Dann haben wir draufgetippt. Der Black Destroyer. Ich finde Black Destroyer ist eigentlich, der ist so ein richtig krasser Bodyguard. Der ist so der Jack Hager hier aus dem Evoverse. Ja, dann schauen wir mal. Unsere 8-5er. Well, you're certainly not Mr. Modest today, are you, Corey? Also der Destroyer hat ja auf jeden Fall bei dem Money in the Bank Match eine ordentliche Performance hingelegt. Und da hat er so ein bisschen auch seine Wiederauferstehung gefeiert, weil der hatte so viele Matches. Der hatte, das ist echt heftig. Was ist jetzt schon Pinfall-Versuch? Der ist ja mit 2 Siegen gestartet. Aber dann hat er am 19., 20., 21., 22., 23. und am 26. verloren. Und dann, ja, ab dem 28., ich glaube, das war so der Zeitraum, wo dann auch Money in the Bank stattfand. Seitdem hat er alle Matches gewonnen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Vergessenheit geraten und wieder Pinfall-Versuch. Aber Kick-Out. Da haben wir jetzt Opossum genutzt. Ja, DDT, der sah gut aus. Oh je, dieser Sturm, das macht mir echt Angst. Also nicht jetzt, dass ich Angst vorm Sturm habe, sondern eher so, dass die gleich der Strom weg ist. Ich könnte nicht mal aus dem Handy machen, weil ich hier überhaupt keinen Empfang habe. So, Dark Moody von Black Destroyer. Aber der Kickout. Da direkt der Kickout. Noch keine Chance hier, um das Match zu beenden. Okay. Ja. Ja. Ich dachte eben nur, die Championship-Matches können einfrieren. Offenbar geht das auch bei Charakteren. Wir gucken mal, ob man da was machen kann. Hey du, steh auf! Los, beweg dich! Ey! Ey! Pulas, los! Was ist los mit dir? Hey, komm schon, los! Los! Hey, Referee! Hilf mir mal! Tu was! Ich glaube, wir müssen das Match neu starten. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr weit. Big title match here, in my opinion. This championship could main event any show, any place, any time. Soll er sagen hier, ich beschwere mich über zu viel. Ich nehme das mittlerweile komplett mit Humor. Also das haben wir so auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also nicht im Einzelmatch. Bei Elimination Chamber kam das, glaube ich, mal vor. Ich glaube, das Match war relativ ausgeglichen eben. Schauen wir mal, wie es dann jetzt wird. Zum Glück ist das so relativ am Anfang passiert. Stellt euch mal vor. Wir hätten jetzt hier Unmengen an Zeit investiert. Das wäre ein Ding. Ja, und jetzt? Du warst. Nicht einfrieren. Head scissors applied and oh, look at this. Raining down elbow. Das sah schon gut aus, oder? Also so einzufrieren.
Müssen wir erstmal schaffen. Look out here. Brutal face buster. For the win to retain the championship. Very curious move to go for a pinfall at this point. Aber sowas sieht jetzt halt auch gut aus, weil das war jetzt schon ein Move, der ordentlich Impact hat. Wenn danach so ein Pinfall versucht wird. Und jetzt Black Destroyer wieder mit einem Neckbreaker. Wieder der Kickout vom Lee Junger. Und jetzt das Opossum. Damit kann nur Samuels und Black Dragon ein Match gewinnen. Believe that. Ja, es ging schief. Leto's Press. Ja, es geht aber doch wieder in den Ring zurück. Auch da können wir schon sicher sein, das wird nichts. Das könnte tatsächlich jetzt ein Signature gewesen sein. Wieder der Kickout vom Destroyer. Was macht der denn jetzt? Hat keine Lust mehr, der Black Destroyer. Der zweifelt an sich. Und Lee Junger denkt sich, ey. Und da hat er mir mal komplett jetzt veräppelt. Low sein geht schief. Oh je. Wir sind in einer ganz gefährlichen Ecke. Auch wenn es bis zum 20 Count noch ein bisschen dauert. Jetzt geht's wieder rein. Durften sich beide mal draußen ein bisschen austoben. Oh, Black Destroyer mit seinem Finisher. Und er wird gekontert vom Lee Junger. Und das ist jetzt natürlich für den Black Destroyer absolut gefährlich. Was macht Lee Junger jetzt? Sehen wir direkt den Finisher oder? Dann probier ich erstmal einen Pinfall. Kickout. Ja, und er denkt sich, hey, ich bin trotzdem noch da, okay. Da ist er dann doch schon wieder Endstation. Und was sehen wir jetzt? Ist das ein Oh mein Gott Move? Nee. Ja. Der Faustschlag vom Seil geht dann auch gut. Cover by the champ!
Und das war's. Le Junger setzt sich also gegen den Black Destroyer durch. Ich glaube, das war jetzt sein Signature hier, die letzte Aktion. Tja, sehr, sehr schade. Ich hätte gerne gesehen, wie die Fehde weitergeht, vor allem, weil es ja ausgeglichen war. Aber das bedeutet jetzt eben für den Black Destroyer, er muss dann wieder sich von unten nach oben kämpfen. Aber gut, dann hat jetzt hier die Kollegen Rex D. Reyes und Colonel Neil Caldwell haben dann jetzt eben noch ein bisschen Gesellschaft. Der Titel ist wieder schwarz, wie sich das hier gehört. Und ja, in diesem Sinne gehen wir dann mal weiter und schauen, was uns hier sonst noch heute hier bei NXT erwartet. Wir hätten noch im Angebot Phantom gegen Adam Jackson. Da setzt sich der Adam Jackson durch. Dann haben wir ein Fatal 4-Way-Match mit den ganzen 3-Punkt-Kandidaten. Jackson, Ryker, Mike, Leroy, Velveteen Dream und Roderick Strong. Hier setzt sich Mike Leroy durch. Dann hätten wir Maska gegen Pete Dunne. Hier setzt sich Maska durch. Das war erwartungsgemäß. Dann haben wir das Match Mark Barrett gegen Keith Lee. Es setzt sich Keith Lee durch. Oh mein Gott. Die Niederlage für Mark Barrett nach den ganzen Siegen. Das war bestimmt Disqualifikationssieg, weil wir Keith Lee hier alle attackiert haben. Keith Lee auf jeden Fall hat jetzt seinen ersten Sieg hier im Evoverse geholt in dieser Staffel. Dann war Van Avalanche gegen den Pitbull Joe Fisher. Da setzt sich Pitbull Joe Fisher durch. Dann haben wir Adam Cole gegen Joey Samuels. Hier setzt sich Joey Samuels durch. Und der Main Event ist Arc Enemy gegen Aiden Caleb Hale. Hier setzt sich Aiden Caleb Hale durch. Und SmackDown Live startet mit Ali, Lawrence Miller, Derek Goldman und King Over. Hier setzt sich Lawrence Miller durch. Dann haben wir Reaper Bryce gegen Fatjon. Heute ist er dabei. Heute ist es nicht Fandango. Und aber der Sieg für Reaper Bryce. Dann haben wir Michael Adams gegen Cesaro. Hier setzt sich Michael Adams durch. Dann Yanodoplus, The Miz und Braun Strowman. Hier setzt sich The Miz durch. Damnest gegen Killer Gamer. Hier setzt sich Damnest durch. Dann haben wir Headhunter gegen Baron Corbin. Hier setzt sich Headhunter durch. El Drago gegen den Fiend Bray Wyatt. Hier setzt sich El Drago durch. Ich habe vergessen, als ECW-Match einzustellen. Das ist, glaube ich, auch jetzt beim Simulieren nicht so wichtig. Steven Bishop gegen Jonas. Hier setzt sich Jonas durch. Ja, und dann das Match mit zwei Rückkehrern. Walter hat es dann doch nicht so lange ohne Evoverse ausgehalten. Er feiert also sein Comeback. Muss allerdings auch ihn in Schutz nehmen. Er hat gesagt, er hatte einfach auf dieses Gameplay, was wir da zeitweise seit dem Live-Update hatten, keine Lust mehr. Und jetzt ist es ja doch schon wieder deutlich besser geworden. Walter also wieder mit am Start. Und der Tesnos, der als Mad Dog dieses Jahr hier ins Rennen geht, der war schon mal in WWE 2K19, glaube ich, und 2K18 am Start. Das weiß ich mir auf jeden Fall. Er war schon mal Mitglied vom Evoverse. Ja, dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen wird. Schwung ist natürlich normal. Einzug ein. Los geht's. Dann sind wir also bei SmackDown, die dritte Show des heutigen Tages. Und da ist er, der Tesnos. Oh Gott, der hat Bock. Der ist gut drauf. Keine Ahnung, von wem das der Entrance ist. Aber wir gucken uns den Entrance an, denn er ist ja quasi neu im Evoverse wieder. In 2K20. Alter, hast du da ein Lachgas unter deiner Maske? So viel gute Laune kann man doch gar nicht hier verspüren. Big-time singles matches on deck here, and Byron, what should we expect to see here tonight? Purple Rain, sage ich dann nur. Ich glaube, der wird das Maskottchen von ESF. Der lila Farbton passt gut. Ja, ist er im Ring? Keine Ahnung, von was die Entrance gewesen ist. Ja, und dann kommt unser Holzfäller Paul. WWE Network Werbung, wo muss das sein? Ja, zurück aus dem Harz. Honor hinter sich gelassen. Oh, das könnte aber interessant werden, Leute. Denn wenn Walter jetzt auch hier ist, oh, Derek Goldman, ich verspüre einen Grundgedanke, der über eine Rivalität spekuliert oder nachdenkt. Ja, das könnte gut werden. Nachdem Luc Dupont, wir müssen jetzt den weiteren, vielleicht ist ja Walter der Hauptschuldige gewesen an dieser Unterkarte. Wobei, Walter kann es nicht sein, Walter war Champion. Walter ist fein raus aus der Sache. Aber das sage ich natürlich auch noch, also Walter bekommt hier kein Rückmatch, weil er hat ja freiwillig seinen Rückzug geplant. Er wurde von mir zu nichts gedrängt, deswegen bekommt er hier kein Rückmatch. Der muss sich jetzt wieder von unten nach oben arbeiten.
Ich glaube, dieser Umhang ist aus Holzrinde zusammengenäht worden. Ja, also, Tesnos gegen Walter. Aber das ist wieder so ein Walter, wo ich sage, ja, das ist ein cooler Walter. Das andere, das war einfach nicht Walter. Und diese Einrolle, alter Schwede, das sieht so dumm aus gegen so krass große Leute. Jetzt die Headbutts hier. Man kennt sie. Ja, Belly to Belly. Und Walter wieder mit einer Befreiung. Nächster Belly to Belly. Aber bei ihm sieht's cool aus. Er lässt ihn dann einfach fallen. Kommt das Bein hoch? Oh, und Walter, da fliegt er raus, ey. Das war mal Selling allererster Güte. Und das Feiern danach sah echt gut aus. Und wieder closer nach draußen gegen Walter. Da kommt's Opossum raus. Jetzt sogar hier mit der Barrikade gearbeitet. Just one of those matches you want to sit back, relax and just take it in. Und Catch Finisher gegen Walter. Was macht er draus? Ist das nicht der alte Move von Ryback? Oh, aber er macht keinen Pinfall. Ja, Walter fängt das jetzt ab. Das war, glaube ich, der Fehler im System. Und dafür gibt es jetzt einen Chokeslam. Wie das Gefühl, SmackDown reißt halt schon wieder ab. Gestern war es auch so, dass die Leute gesagt haben, SmackDown hat das beste Match. Und da gibt es mal einen gewaltigen F5. Gegen Mad Dog. Ja, und da steht er nicht mehr auf. Also Walters Comeback gelingt. Und Mad Dog, der muss erstmal hier reinkommen wieder in die ganze Geschichte. Ja, dann können wir dem Walter gratulieren.
Aber definitiv würde ich auch sagen, ja, das war vom Gameplay wieder das Beste, was wir heute gesehen haben bei den Matches. Weil schon die Qualität echt bei allen gut geworden ist. Unumstritten habe ich das Match bei NXT, gerade der erste Versuch, wo es dann den Freeze gab. Ja, dann gehen wir mal weiter. Jo Leute, und dann sehen wir noch unser 24-7 Match mit Kalisto, EC3, David Cole, The Reaper, Bryce, Van Avalanche, der Champion und Noam Dar. Dann schauen wir uns mal an, wer hier am Ende noch als Sieger rausgeht. Dann schauen wir mal, wer wir zuerst hier die Finisher auspacken. Erstmal Cole gegen... Ja, und da ist der erste schon raus. Das ist, glaube ich, Van Avalanche. Hat Noam Dar das jetzt veranstaltet? Ich glaube, ja, das muss Noam Dar. Noam Dar ist aktuell dann 24-7 Champion. Ich dachte erst, es ging darum, dass Cole hier irgendwas gezeigt hat. Ja, damit ist für Van Avalanche das Thema erledigt. Mit 4 Siegen. So, wieder Reaper Bryce mit Universal. So, Kalisto jetzt draußen. Ich glaube, das ist ein Oh My God Move jetzt von EC3. Jo. Nee, doch nicht. Okay. Wer ist denn jetzt raus? Doch, es war jetzt Kalisto. Kalisto ist doch raus. Sehr, sehr unübersichtlich heute alles. So, jetzt Cole mit der Eliminierung gegen EC3. So, Noam Dar ist raus und Cole ist amtierender 24-7 Champion. Und David Cole verlässt also diesen 10. Februar als 24-7 Champion. Glückwunsch dazu. Ein weiterer Titel für Psychotic Wrestling für den Trophäenschrank. Ja, und damit steht es mehr oder weniger fest, dass wir morgen Wesley Malcolm Haglitch im 24-7 Match sehen werden. Zum allerersten Mal. Er war bis jetzt immer Champion. Jetzt ist es soweit. Also Glückwunsch an David Cole. Congratulations. Soak it up. Geschichte geschrieben in diesem prestigeträchtigen Championship. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen dann mal weiter und schauen uns mal an, was uns hier dann sonst noch... Ja, eigentlich erwarten uns gar nichts mehr. Wir sind eigentlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Was will ich denn hier sonst noch erwarten? Vielleicht kommt hier noch eine Sequenz. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Also, schauen wir mal. Nein, es kommt heute nichts mehr, Leute. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, wovon ihr enttäuscht wart, wovon ihr begeistert wart. Also lasst eurer Kreativität wieder freien Lauf. Links zu meinen Social Media Accounts findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlassen würdet. Und natürlich auch, wenn ihr meinem YouTube-Channel ein Abo da lasst. Ich bin auf jeden Fall dann jetzt an dieser Stelle wie immer wieder raus. Wünsche euch dann allen einen guten Start in die neue Woche. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.